Gleich werden Hunderte von Luftballons mit Botschaften gegen Diskriminierung in den Kölner Himmel fliegen. Grund dafür ist der Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie. Dieser geht auf den 17. Mai 1990 zurück. Damals wurde Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel der Weltgesundheitsorganisation entfernt. Ich finde das super hier, dass sich so viele Leute getroffen haben, um sich dagegen einzusetzen. Und die Stimmung an sich ist eigentlich auch super. Also es gibt wenig irgendwie Gegenbewegung oder so. Also es ist schon deutlich, dass man sich dagegen einsetzen muss, gegen Homophobie und gegen Transphobie. Ich kannte die Veranstaltung vorher nicht. Ich wurde von einer Freundin darauf hingewiesen und bin heute zum ersten Mal auch hier. Sehr gut, sehr schön. Auf meine Karte habe ich geschrieben, also ich habe bei Planet Romeo eine Umfrage gelesen, dass halt in vielen Ländern sehr feindlich mit Homosexuellen umgegangen wird. Und deswegen habe ich geschrieben, Toleranz und Akzeptanz in allen Ländern dieser Welt. Ja, ich habe geschrieben, Liebe ist nicht immer gleich, aber wichtig ist, dass sie von Herzen kommt. Und ich finde einfach, dass man da keine Unterschiede machen sollte, egal ob man jetzt homosexuell ist oder heterosexuell, sondern dass die Liebe einfach die gleiche ist, solange sie wirklich von Herzen kommt. Jeder Jack ist anders. Das würde mir dazu auch einfallen, genau. Ja. Wir sagen immer, wir sind tolerant und bei uns gibt es keinen Platz für Rassismus und Ausgrenzung. Und das muss man aber auch immer wieder zeigen, das muss man einfordern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier alle zusammenstehen. Und noch wichtiger ist, dass wir das tatsächlich leben.